Jo Leute, willkommen zurück zu Plaguing Wolf. Wir spielen eine kleine Runde. Und da ich ja im Moment immer die benutzerdefinierten Szenarien gemacht habe, würde ich einmal sagen, gehen wir einmal durch und gucken, was wir jetzt noch so machen können an normalen Viren. Einfach weil ich gerade kein vernünftiges Szenario gefunden habe. Ich habe jetzt gerade mal so aus Langeweile Necroa-Virus gespielt. Ich weiß nur nicht, ob ich den schon mal geschafft habe. Bin mir da nicht sicher. Hab da auch ein bisschen was ausprobiert. Pilz haben wir, glaube ich, sogar geschafft, oder? Den Virus, das weiß ich. Da war das ja mit den Kanadiern, dass wir das einmal nicht geschafft haben und dann habe ich das nochmal gemacht und da habe ich es dann geschafft gehabt. Pilz haben wir, glaube ich, auch geschafft. Bakterien haben wir geschafft. Norisworm auf jeden Fall. Parasit meine ich auch. Den Prion habe ich, glaube ich, auch zweimal gemacht. Beim zweiten Mal geschafft. Nanovirus weiß ich nicht. Biowaffe meine ich, haben wir geschafft. Und die Affengrippe sowieso. Dementsprechend, ach komm, wir nehmen den Pilz, ist mir egal. Blaue DNS-Nachahmer, Grenzüberschreitung, Widerstandsfähigkeit und statische Fähigkeiten. Alles ganz okay. Wir nehmen einmal normal. Und Giftpilz. So, wir starten dieses Mal aber in Amerika. Einfach passend zum heutigen Tag. Es müsste eigentlich so sein, dass das hier das 17 Uhr Video wird. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn das so ist, dann dürftet ihr theoretisch noch nicht zu 100% wissen, wer in Amerika Präsident ist. Also soweit ich das weiß, wird das erst am späten Abend ausgegeben, die Ergebnisse. Und deswegen, eigentlich dürftet ihr es noch nicht wissen, wenn dieses Video erscheint. Aber kann sein, dass es schon vorher so klar ist, dass die Hillary gewonnen hat oder der Trump gewonnen hat. Ich weiß es noch nicht. Mich interessiert das echt brennend. Und meiner Meinung nach, es wird wahrscheinlich der Trump werden. Einfach weil, ich hab's schon mal gesagt, die Amis einfach Bekloppte sind. Das sind einfach nur bekloppte Menschen. Es gibt zu viele dumme Menschen in Amerika, als dass der Trump das nicht wird. Ich meine, ich bitte euch, also da ist eine scheinbare Mexikanerin, ist auf die Bühne gerannt und wir lieben Trump, also drauf gerannt. Eine Mexikanerin. Erstens, Mexikaner werden ausgewiesen. Zweitens, der behandelt Frauen wie Dreck und trotzdem, yay, Trump, ich will Trump. Ist sie denn bescheuert? Gerade die dürfte das nicht machen. Naja, wurscht. Deswegen, also meiner Meinung nach, die Amis sind alles Bekloppte. Einmal das, einmal das und nee, leider das nicht. Aber wir können das einmal machen. Und dementsprechend, ganz ehrlich, die Amis sollen da mal wählen, wen auch immer die da gewählt haben wollen. Und ja, das ist gerade eine super lame Taktik. Aber 1, 2, 3, 4. Sie funktioniert halt. Und dementsprechend machen wir das so. Nee, also, das ist, ich verstehe die Amis halt echt nicht, warum die überhaupt noch diskutieren, den Trump zu wählen. Der Mann ist einfach inkompetent hoch 20. Vor allem das Coolste war, ich habe ein Interview mit einer gesehen, einer Priesterin oder irgendwie sowas, oder Pastorin. Priesterin gibt es ja nicht, es gibt ja nur Pastorinnen. Also die von der evangelischen Kirche. Wobei in Amerika gibt es, glaube ich, alles. Die halt der Meinung war, dass Trump von Gott geschickt wurde. Alter, wenn Gott sowas schickt, was schickt denn dann der Teufel?
Ganz ehrlich. Ach ja, das ist. Ich glaube, da wird die Welt morgen, also für mich morgen, die ganze Zeit darüber diskutieren. Die ganze Welt. Und voll. Grönland geht immer so schnell und schön und zügig voll. Sieht immer sehr lustig aus. Ja, ja. Macht ihr da mal. Da und da. Und da und da. Machen wir einmal hier alles voll. Naja, also, ich weiß nicht, hat jemand von euch vielleicht die amerikanische Staatsbürgerschaft, dass ihr da wählen? Ich weiß gar nicht, dann müsste man eigentlich auch hier in Deutschland, also selbst wenn man hier in Deutschland wohnt und amerikanische Staatsbürgerschaft hat, dann darf man ja in Amerika wählen, so wie ich das verstanden habe. Mit Wahlrecht kenne ich mich relativ wenig eigentlich aus. Also, verzeiht mir, wenn ich da absolut falsch liege, aber im Normalfall müsstet ihr dann ja da wählen können. Wenn ja, dann wen wählt ihr denn? Also klar, müsst ihr mir ja nicht sagen, ist ja eine geheime Wahl, aber das würde mich mal interessieren, ob es irgendwen gibt, der mir sagt, Trump, also ich will Trump, einfach weil ich denke, der ist der Beste für den Job. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Vielleicht habe ich den Mann einfach komplett falsch eingeschätzt, aber ich glaube einfach, der Mann ist inkompetent ohne Ende. Das Einzige, was der weiß, wie macht man die Reichen noch reicher. Das ist das Einzige, was der Mann weiß. Also, sorry, ist halt wirklich so, meiner Ansicht. So, einmal das, das, das und dann müssten wir fertig sein. Klatsch. Und klatsch und die letzten Menschen auf der Erde dürften Russen sein. Oh nee, es leben sogar noch sehr viele Länder. Mit 250.000 Menschen hätte ich das gar nicht erwartet, dass noch so viele Länder leben. Zysten können wir auch noch ausbilden. Sehr schön. Gewonnen. Easy Sieg. Und mal gucken, ob das in Amerika genauso den Lauf nimmt, wenn der Trump an die Macht kommt. Ach komm, scheiß drauf. Ganz ehrlich, da werden sich andere den Mund noch fusselig reden drüber. Und da habe ich auch zu wenig Einsicht in amerikanische Machenschaften. Es ist mir da aber auch ganz ehrlich scheißegal. Uns Deutschen wird wahrscheinlich eh kaum was passieren. Also ich habe da überhaupt kein Bammel vor. Und dementsprechend, ich werde die Wahl zurückgelehnt verfolgen, wie die Amis sich selbst vernichten. Ich habe auf jeden Fall die Menschheit ausgerottet in 706 Tagen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Plaguing. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.